Es war viel los am Samstag im Luftraum von Weißenfels. Neben den Rundflügen in Burgwerben landete ein Helikopter pünktlich um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Schöne Aussicht in Leisling. Was sich wie eine Notlandung anhört, war eine geplante PR-Aktion. Andrea Berg, Schlagersängerin ihres Zeichens, kam per Luftpost zu einer Autogrammstunde. Ihre Popularität ließ mehrere hunderte Fans anreisen, um ihren Idol einmal ganz nah zu sein. Dicht gedrängt um den Landeplatz standen sie da. Ihre Handys und Fotoapparate waren gezückt und es wurde geknipst, was die Geräte hergaben. Jeder wollte einen Blick auf die Sängerin erhaschen. Doch es war nicht leicht. Den Fans war fast jedes Mittel recht, einmal Andrea Berg zu erleben. Wer es in der Warteschlange nach längerem Stehen geschafft hat, konnte die neue CD Seelenbeben erwerben, um dann kurz neben Andrea Berg für ein Foto zu stehen und Platz für den nächsten zu machen. Die Reihe der Wartenden war lang und der Aufenthalt in Leisling begrenzt. Die deutschlandweite Promotion-Tour für ihre neue CD ist streng durchgeplant. Das Konzept der Senderleitung ist wieder einmal aufgegangen. Das Einkaufszentrum stand einmal mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Doch man muss nicht lange warten, dann kommt auch schon die nächste Künstlerin nach Leisling. Da kann man nur sagen, schöne Aussichten.